Das sage ich Ihnen auch ganz offen. Ich finde die Verrohung in der aktuellen politischen Debatte, in dieser aufgeheizten Situation in Deutschland, von allen Parteien. Aber da haben Sie einen Anteil dran, oder nicht? Ich habe es ja gerade gesagt. Ja, ja. Von allen Parteien finde ich nicht in Ordnung. Du wirst das in Ordnung bringen. Ich habe damit ein echtes Problem. Ich finde, man muss sauber sein in der Sprache. Und da habe ich eine Frage. Da war in diesem einen Film, ja, wer hat da die Musik gemacht? Hä? Aber okay, das heißt, das passt in dieses Narrativ. Ich habe neulich, ich wollte eigentlich gar nicht mit Ihnen darüber reden, aber neulich Ihre Co-Chefin Alice Weidel im Bundestag, die der Bundesregierung vorwirft, Sie hassen dieses Land. Aber rationale Argumente erreichen Sie schon gar nicht mehr. Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland. Die Möglichkeit eines demokratischen Machtwechsels und machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Ich bedanke mich. Finden Sie das gut, wenn man so redet? Das ist ein gutes Recht für einen amerikanischen Außenminister, seine Pflicht. Wenn Sie das so in diesem Moment empfindet, und das war sicherlich eine Empfindung von Frau Weidel, ja, es war sehr, es war aufgeschrieben, das war sehr bewusst vorgetragen, sehr mit Emphase, das war völlig klar. Manche politischen Entscheidungen, die ich sehe und wie die politische Regierung oder die Regierung aktuell agiert, ja, natürlich kann man das sagen und sehen, dass dieses Land aktuell von Politikern regiert wird, die mit Deutschland wenig am Hut haben. Ihr Motto hieß, weniger ist mehr und niemals ist am besten. Die nicht die deutschen Interessen vertreten. Das ist nochmal was anderes. Das ist immer das Interessante. Aber jeder Politiker. Sie reden immer so, dass man sie eigentlich an dem Punkt nicht so wirklich festnageln kann. Warum? Ja, das ist die Aufgabe eines Politikers, dass man mich nicht festnagelt. Ja. Bitte, also, bitte nicht jetzt irgendwie, nicht festlegen. Aber jeder, ja? Aber Herr Lanz, Sie wissen, wie ich es meine. Jeder Politiker, jeder Moderator auch. Nein, hat doch einen eigenen Stil. Ja. Bitte, also, bitte nicht jetzt irgendwie, nicht festlegen. Aber jeder, ja, und mein Stil ist ein anderer von Frau Weidel, mein Stil ist ein anderer von Herrn Höcke, mein Stil ist ein anderer von Herrn Brandner, von etlichen anderen. Ich weiß, es gibt Menschen in dieser Sendung hier, die reden viel extremer als Sie. Ja. Bitte, also, bitte nicht jetzt irgendwie, nicht festlegen. Aber jeder. Beispielsweise. Jemand wie Herr Aiwanger zum Beispiel redet sehr viel direkter und viel extremer, als Sie das tun. Ja gut, ich bin ja verheiratet und mache viel auf dem Balkon. Und nochmal, ich finde das gut, wenn man die Sprache sozusagen im Blick hat. Deswegen nochmal die Frage, wenn Sie da sagt, da gibt es diese Bundesregierung, die Bundesregierung, das sind Menschen, die sind verantwortlich für dieses Land. Das muss man sich aus dem Kopf schlagen, das geht nicht. Also man kann einfach, was man gekriegt hat, das muss man so behalten, wie es ist. Die sind gewählt, demokratisch gewählt, die haben einen Eid geschworen. Ja. Die sind gewählt. Demokratisch gehört, die haben einen Eid geschworen. Ja. Die sind gewählt. Ja. Demokratisch gehört, die haben einen Eid geschworen. Ja. Demokratisch gehört, die haben einen Eid geschworen. Ja. Auf dieses Land. Ja. Und dann sagt man, unterstellt dieses Land. Das ist, finden Sie das gut? Ich finde, das ist noch im Rahmen dessen, was sagbar ist. In keinster Weise finde ich das problematisch. Land. Aber natürlich, das wird auch von uns behauptet, dass wir das Land haben. Ich rede von der Bundesregierung. Ja, ich suche nach. Wir können gerne mal den Faktencheck machen, welche Aussagen es da gibt. Nochmal, jeder Politiker hat seinen eigenen Stil. Und ich finde, das ist aber keine Stilfrage mehr. Doch, es ist von der freiheitlich-demokratischen Grund und auch von der Meinungsfreiheit vor allem. Es ist gedeckt, Herr Lanz. Das ist der Punkt. Das ist nochmal was anderes.
Mittlerweile haben wir bei vielen Dingen, wenn ich an das Denkmal der Schande denke, an diese Aussage, wo sich Herr Höcke selbst distanziert hat, da haben wir mittlerweile so einen Bart. Und in jeder Sendung bringen Sie das immer wieder, weil, weil das natürlich immer schön ist, um das immer wieder hochzukochen. Das ist doch Quatsch. Du musst mir so einen Quatsch erzählen lassen. Das ist doch Quatsch. Wieso hast du mir das nicht schon vor 20 Jahren gesagt? Komm schon, vor 20 Jahren war ich noch gar nicht auf der Welt. Das ist doch Quatsch. Würdest du die Einladung von 10 Zeitungen zu einer Pressekonferenz als Dummheit bezeichnen? Ja. Das ist doch Quatsch. Wissen Sie, ich soll mich jetzt von permanent anderen Politikern distanzieren. Das ist nicht meine Aufgabe, mich von permanent anderen Politikern von Aussagen zu distanzieren. Ja. Ich würde ja nicht sagen, dass ich das unterschreibe und dass ich das gut finde. Aber diese permanente Distanz. Das glaube ich Ihnen sogar. Ja. Ja, du hast recht. Ja. Ja, und sicherlich sind da Aussagen dabei, da gebe ich Ihnen ja recht. Und auch wir haben Fehler gemacht. Aber ich will noch mal auf den gesamtpolitischen Komplex zurückkommen und auch auf die aktuelle aufgeheizte Situation in diesem Land. So, jetzt haben Sie ihn, Passen Sie auf, die Frage war gut. Wir haben es bei diesen Demonstrationen aktuell gesehen, wie hier agiert wird, welche Politiker, auch der CDU, mit welchen Gruppierungen, mit Extremisten der Antifa in Görlitz, Herr Kretschmer, dort auftritt. Ich bin ein schlechter Mensch, das gebe ich zu. Die mir mein Haus anzünden wollen, mein Auto anzünden, die mich angreifen. Mit solchen Personen steht Herr Kretschmer in Görlitz und demonstriert. Aber das ist typisch für die bürokratische Wucherung, von der ich spreche. Gegen wen eigentlich? Gegen sich selbst? Die Frage muss man doch mal beantworten. Wo ist da die Distanzierung von diesen Politikern, von Extremismus? Also umgekehrt, Herr Kruppalla, wurde ich genau einmal auf einer Kundgebung gewürgt. Und das war, als Björn Höcke sprach in Dresden 2020. Und dann wirkt er mich. Also kämpfe ich mit ihm mit der einen Hand und fahre den Bus mit der anderen Hand weiter, versteht ihr? Dann habe ich es irgendwie geschafft, die Tür aufzumachen und ihn mit dem Fußtritt bei der nächsten Haltestelle auf die Straße zu befördern, ja? Und ich ein Foto von Herrn Kalbitz nicht löschen wollte. Es hat ein Ordner mich mit meinem Schal gewürgt. Also dafür gibt es Justiz. Ja, und ich wurde angegriffen in Ingolstadt und wurde verletzt. Ich musste mich zweimal operieren lassen. Das ist alles unsäglich. Dafür gibt es Behörden, die das aufklären sollten. Habe ich die Frau schon mal gesehen? Ganz sicher nicht. Und natürlich auch diejenigen, die sowas machen, brauchen wir gar nicht diskutieren. Dafür haben wir einen Rechtsstaat, müssen verurteilt werden. Da gibt es doch überhaupt keine zwei Meinungen. Ich sag mal, jetzt haben wir bei der Alten in ihrem Körper schon fast jedes Körperteil ausgetauscht. Nur das, was am dringendsten ausgewechselt werden müsste, ist noch da und das ist ihr Gehirn. Wir haben uns gerade neulich, letzte Woche, können Sie auch überprüfen, haben uns genau darüber unterhalten. Die Frage, wie reden wir auch über die AfD, wie geht man damit um? Hitler? Dracarys. Ich finde, wenn man zum Beispiel über das Treffen da in Potsdam spricht, sozusagen zu insinuieren, da war jetzt die AfD. Nein, da waren auch welche von der CDU. Ja, mehr sogar. Ich weiß. Das weißt du genau. Du weißt, ich bin kein Heiliger. Und es ist wahr, das eine Mal, als ich deine Mutter zum Flughafen gefahren habe, lass uns sagen, gab es da diesen sehr verwirrenden, sexuell aufgeladenen Moment auf dem Kurzzeitparkplatz. Und deswegen würde man aber nie auf die Idee kommen zu sagen, 400.000 CDU-Mitglieder haben irgendwelche komischen Pläne im Kopf. Ganz im Gegenteil, sondern es sind Demokraten, so wie man sie sich vorstellt. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen zu sagen, da war die AfD. Aber das hat man teilweise gemacht. Das gehört alles mit dazu. Und es gehört auch dazu zu sagen, dass Frau Weidel ihren Büroleiter rausgeschmissen hat. In dem Zusammenhang. Sollte man nicht unterschlagen. Sie würden mir am liebsten noch den Golfkrieg in die Schuhe schieben. Ja, ich rede vom Parteiprogramm, das vertrete ich. Ich rede aber von diesem Programm dort in Potsdam. Und da waren ja, wie wir gerade festgestellt haben, nicht nur Sie. Moment! Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Und da haben Menschen auf sehr ungute Weise gesprochen. Ich würde Sie gerne noch eine Sache fragen. Bevor wir gleich zur Wirtschaft kommen. Sie haben gerade gesagt, Sie waren woanders, ne? Ja, klar. Ich meine, der hat das jetzt nicht gewusst und so. Ja, Sie waren woanders, ne? Aber ich glaube nicht, dass der sauer ist auf mich. Ja, Sie waren woanders, ne? Den Mürik, den Zahnarzt. Jetzt fangen Sie aber nicht an. Jetzt fangen Sie aber nicht mit der Debatte an, wie mit Frau Wagenknecht, wo Sie dann im Prinzip mit dem Herrn Mürik anfangen. Der hat da zwischendurch natürlich gedacht, ich habe irgendwie einen Schlaganfall. Aber kennen Sie den? Ich kenne viele Zahnärzte und wenn ich mir die Gesundheitspolitik, die Gesundheitspolitik von der Lauterbach angucke, dann ist es wichtig, dass man Zahnärzte auch kennt. Warum nicht? Logisch.
Ja, man will damit ein Bild spannen. Ich kenne es doch. Ich habe sie nur gefragt, ob Sie ihn kennen, weil ich einfach wissen wollte, welche Verbindung es da möglicherweise gibt. Sehen Sie, also fangen Sie selber schon an, in diesem Bereich weiter zu fantasieren. Ob Sie eventuell mögliche Möglichkeiten. Ich habe gelogen und betrogen, gespielt und gehurt. Genau deswegen. Danke sehr. Viel gelernt heute. Es war der Versuch, möglichst differenziert zu sein. An einigen Stellen ist es gelungen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Die sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Eure Herrschaft ist zu Ende.